Wie schnell, liebe Schwestern und Brüder, vergessen wir, wer wir eigentlich sind als Christen. Paulus macht uns das heute in seinen Worten an die Gemeinde von Korinth überaus deutlich. Etwa damit, dass Christen vor weltliche Gerichte ziehen und sich dann gegenseitig beschuldigen vor Heiden, vor Außenstehenden. Das ist für Paulus ein unerträglicher Gedanke. Wir vergessen auch so schnell, wer wir sind. Heute ist das ja geradezu etwas Alltägliches, was Paulus noch weniger verstehen würde. Paulus legt den Finger in die Wunde und er tut es sehr bewusst und er stochert darin herum, weil er sagt, ich sage das, damit ihr euch schämt. Wo kommt diese Scham denn her? Und was soll die Gemeinde von Korinth ebenso wie uns aufwecken? Dass wir Gerufene sind, Auserwählte sind. Das ist es, was Paulus hier den Korinthern in Erinnerung ruft. Und das, was wir selber niemals als Christen vergessen dürfen, als Getaufte. In welchem Stand innerhalb der Kirche auch immer. Immer sind wir Auserwählte und Gerufene. Es ist eben kein einfacher kultureller oder geschichtlicher oder biografischer Zufall, dass wir getauft wurden und die wir hier sind, versuchen, ein geistliches Leben zu führen. So oder so. Solche Zufälle gibt es nicht. Christsein heißt immer erwählt sein. Und Paulus macht das mit seinem Sündenkatalog überaus deutlich. Das ist nicht besonders charmant, was er da sagt. Wenn er sagt, unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, habgierige Trinker, Lästerer, Räuber, all die kommen nicht in das Reich Gottes. Aber dann kommt der entscheidende Satz. Ihr wart solche. Korinth ist in der Antike berühmt dafür, das ganze Panorama sexueller Perversitäten praktiziert zu haben. Korinthein heißt in der antiken Sprache herumhuren. Das heißt nach Korinth gehen und sich entsprechend zu benehmen. Egal, ob mit Männlein, Weiblein, alles was es gibt. So ähnlich wie das heute bei uns Praxis und ja inzwischen gesellschaftlich anerkannt und üblich ist. Aber es geht nicht darum, und das ist so wichtig, dass wir das bis heute nicht vergessen, permanent mit diesem Sündenregister herumzulaufen, sondern das Eigentliche zu sehen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Und zwar seit dem Moment, seitdem Jesus seine Nacht im Gebet verbracht hat und aus dieser Zahl der Jünger 12 auswählt und sie, wie ein anderer Evangelist sagt, sich macht zu Aposteln. So macht er uns, sich selber, zu Christen. Er gliedert sich uns ein. Was anderes ist die Kommunion, die wir gleich empfangen. Nicht wir sind so großherzig, dass wir Jesus aufnehmen. Nein, es ist umgekehrt. Jesus ist so unendlich großherzig, dass er uns immer neu auswählt, dass er zu uns Ja sagt und uns in sich hineinzieht, um uns so rein zu machen, heilig zu machen. Alles das, was wir aus uns selber nicht sind. Wie schnell vergessen wir, wie auch die Korinther, wer wir eigentlich sind.